Hallo, darf ich Sie fragen, wie es Ihnen gefallen hat? War spitzenklasse. Super. Danke. Sehr gut, war eine tolle Show. Hat Spaß gemacht. Oh, war ganz cool gewesen. Schöner Vortrag. Mit dem Audio, das gefällt mir natürlich sehr gut. Und dass Aura eben noch gut dabei ist. Fantastisch, absolut gut. Erin Milene Farmer, die war Hammer. Weiter so. Es war sehr schön. Also es hat man beeindruckend, was man machen könnte, wenn man den Platz hat für genügend Lautsprecher. Leider ist es nicht immer möglich. Sehr gut hat es mir gefallen. Genau, mit dem Subwoofer war gut eingepegelt alles, also der Sound war richtig homogen. Hätte mir sehr gut gefallen. Sehr gut, sehr interessant. Ja, war super, war begeistert. Das erste Mal, ich war, glaube ich, einmal bis jetzt im Laden live bei euch. Ja, war sehr begeistert, klanglich, mega. Gerne wieder. Wunderbar. Sehr gut, sehr gut. Mega. Ja, war sehr schön. War wunderbar. Gut gefallen, ja. Hat mir gut gefallen. Sehr gut. Toll, tolles Erlebnis, ja. Gut hat es mir gefallen, ja. Es war schön. Beeindruckend, was möglich ist, ja. Hm. Ich habe selber ein Heimkino, was kleineres, was in einem normalen Wohnraum ist und was dann auch unter nicht ganz optimalen Bedingungen wie hier möglich ist, ist schon klasse. Ja, ich fand es ganz gut. Noch nie gehört. Noch nie gehört? Nee, mach ich auch glaube ich nicht mehr. Machen Sie, okay. Ja, fantastisch. Hallo, darf ich Sie noch fragen, wie es Ihnen gefallen hat? Sehr gut, ich komme wieder. Das freut mich zu hören, danke. Oh, Punkt 18 Uhr. Uhrenvergleich, ich habe eine. Also das war jetzt wirklich Zufall. Punkt 18 Uhr, sagt der gerade hier der Kollege. Eigentlich wäre jetzt die Messe erst zu Ende, aber sonntags ist sie um 16 Uhr zu Ende. Und ja, wir sind durch, wir haben es geschafft. Wir sind im wahrsten Sinne des Wortes durch. Das merkt man immer erst, wenn das Ganze mal so langsam so sacken gelassen wird. Kurzes, ich sag mal, Nachmesse-Statement, kurz und knackig machen wir mal hier. Also mir hat es einen riesen Spaß gemacht. Ich war froh, dass ich entweder Menschen gesehen habe, die jemand anfassen konnte. Und dem man wirklich so mal so ins Gesicht schauen konnte, mit denen reden konnte. Das war wirklich toll. Das hat einem richtig Laune gemacht. Und ich glaube, dass wir einen guten Job gemacht haben, wir alle Mann, weil die Begeisterung haben wir, glaube ich, geweckt. Also das denke ich auch, weil wer hier aus der Vorführung kam und dann rüber in den Präsentationsraum kam, der war, wenn er nicht sowieso schon Heimkino-Fan war und Enthusiast, doch überrascht, wie gut man mehr Kanal genießen kann, obwohl es ja mehr als zwei Lautsprecher sind und wir auf einer HiFi-Messe sind. Also die Begeisterung war den meisten Zuschauern durchaus sehr deutlich im Gesicht anzusehen. Ja, ich muss auch nochmal darauf hinweisen, alle die an den ersten zwei Tagen da waren, tut mir wirklich leid, dass wir uns jetzt sehr mit angezogener Handbremse hier präsentiert haben. Aber der Hintergrund war, wir dürften nur 75 dB und wir haben auch festgestellt, dass ein Teil der Kunden, die aus dem Bereich kommen, die mit Audio jeden Tag zu tun haben, anscheinend sehr empfindliche Ohren haben, weil da sind doch tatsächlich welche gegangen, wenn wir es ein bisschen lauter gemacht haben. Allerdings am dritten Tag und vierten Tag, wo dann wirklich die Mehrzahl Heimkino-Fans waren, die uns dann besucht haben, ich glaube, da kann sich die Messe direkt auch noch bei uns bedanken, dass wir, glaube ich, ganz schön getrommelt haben. Da durften wir dann mal ordentlich Gas geben, dann haben wir dann auch deutlich 10, 15 dB noch mal lauter gehört. Da war es uns dann schied egal, ob die 75 dB gerissen werden oder nicht und das haben wir dann auch getan. Also, wir können auch mehr, deshalb sorry nochmal für alle, die an den ersten zwei Tagen waren, es war dezent handgezogene Handbremse, aber wir haben das Thema rüberbringen können, genau. Nämlich das Thema, dass wir 3D-Sound erläutern konnten und auch selbst die, die es kannten, haben hoffentlich noch ein paar neue Aspekte kennengelernt. Ja, und vor allen Dingen hatten ja unsere Besucher auch die Möglichkeit, hier mal mit den Menschen zu reden, die dafür verantwortlich sind, wie es klingt. Daher auch nochmal vielen Dank an Lasse und an Christoph Diekmann, dass die hier 4 Tage durchgehalten haben und all unseren Interessenten, Kunden, Besuchern, Freunden Rede und Antwort gestanden haben. Genau, Hendrik Nitsch von Hisense war noch dabei gewesen, dann war der Veit Wegmann noch dabei gewesen, dann war heute Sibylle Ruppert dabei gewesen, die auch von Hisense war, dann war noch der Ralf Luder dabei, der Lumagen da gezeigt hat, als aber auch Stuart Leinwand, dann war unser Dr. Speaker dabei, aka Thomas Kuchlik. Darf ich das eigentlich verraten? Habe ich jetzt was verraten? Nein, das sieht man schon, dass er das war. Ach so, okay. Spesen am Akzent. Wobei ich glaube, der weiße Kittel steht ihm besser als das grüne Hemd. Ja, fand ich auch augenfreundlich. Okay, fand ich definitiv augenfreundlich. Ja, vielleicht sieht man das auch in Österreich. Viele Grüße natürlich auch noch an Antoine von Trinov und an. Ich habe so ein schlechtes Namensgedächtnis. Genau, an Anno. Mein Namensgedächtnis. Abends um 18.05 Uhr. Also viele Grüße an unsere Freunde von Trinov. War natürlich auch sehr interessant, wieder hinter die Kulissen mit ihnen gucken zu können und sprechen zu können. Genau, also dann zeigen euch noch mal kurz, wie das hier so aussieht, wenn das jetzt hier so langsam abgebaut wird. Jetzt kommt hier alles zum Vorschein. Da ist der 7000er, den ich hier gleich unter die Bettdecke mitnehmen muss. Sonst wird der gute Nicole
wird er etwas unruhig. Der gute Nico wird dann unruhig. Ja. Genau, jetzt um. Boing, so ja, wir haben vier Tage durchgeredet, jetzt wird Zeit. HDMI-Kabel, S6, Lautsprecher, die werden jetzt auch größtenteils alle weitgehend verbaut. Ne? Die nächsten Kinos sind in der Pipeline. Es wurde sogar ein Kino gebaut, während wir hier waren. Genau, in Gorleben. Ein externes Team genau. In Gorleben. Viele Grüße an Familie Leis. Ich komme bald vorbei und dann messen wir es ein. Genau, und das nächste Kino wird ab Dienstag gebaut in Dillingen. Und ja, die Kunden freuen sich auch schon drauf, dass es dann in 2 Wochen Kinos Filme, Abende geben wird. Musical Fidelity war, glaube ich, ziemlich erstaunt angeschaut worden. Wie, die können mehr als 2 Kanäle? Jawohl, dank dem Thomas und dem Chef von Musical Fidelity wurde da wohl anscheinend vor einem Jahr eine tolle Zusammenarbeit geschmiedet. Das heißt, wir werden demnächst also 5-Kanal, 7-Kanal und 11-Kanal Endstufen haben. Das wird im Herbst sein. Auf der Homepage sind schon die ersten Daten zu finden. Das ist alles dabei. Komm, wir gehen noch mal kurz rüber. So sehen hier Lautsprecherkabel aus. Was machst du eigentlich damit jetzt alles? Lotest du die wieder zusammen? Wie geht das jetzt? Ja, die kann der Frank, unser Mitarbeiter, wieder zusammenlöten. Dann verkaufen wir die Holzrolle. Okay, nein, das tun wir nicht. Nein, natürlich nicht. Ach, guck mal, das ist auch der Knaller, kleiner Insider. Da sehen wir bei der Planung von diesem Raum, dass da so ein Riesendurchgang ist. Ja? Und dann haben wir gedacht, okay, den brauchen wir natürlich nicht, weil dann machen wir das Ding zu. Sauber, durchgeplant. Super, alles geplant, ja. So, am Abend vor der Messe ist ein Elektriker hier. Ich spreche mit dem, wie viel kW haben wir denn hier so auf jeder Leitung? Ja, so und so und so. Ja, Leute, das ist aber schön. Normalerweise machen wir das zu. Da macht die Messe das normalerweise zu, weil die haben fertige Module. Ja, dann sieht man, dass wir High-End-Anfänger waren. Nein, nicht. Als Besuch. Wir haben es besser gemacht, würde genau. ich sagen. Also das ist wirklich robust. Der gute Florian hat das hier gemacht. So, da hinten ist der berühmte 12.000er, den auch kein Mensch momentan haben kann, weil es eben leider nicht gibt. Das ist der Epson 12.000. Ne? Das werden wir auch hinbekommen, dass das jetzt in den nächsten Wochen besser werden wird. Super hat das geklappt mit den Tickets allen Leuten. Vielen Dank, dass die sich so schön geduldig dann da die Tickets bei uns geholt haben. Aber es war ja von Vorteil für alle. So, Junge, was ist denn hier? Ich dachte, ihr würdet jetzt den Tor hier mitnehmen. Ja, das, Herr Florian. Genau, den Tor konnte man ja mitnehmen, wer ihn raustragen konnte, aber hat ja keiner geschafft. Genau, so, was wir auch hier wirklich ganz, ganz toll fanden, waren, wie gesagt, hier der Kamera muss ich jetzt nehmen. Ja, da dreht sich der Kamera mal mit. Hast du das irgendwie zusammengeschraubt? Ja. Da, sag mal, da waren jetzt Dinger drin, so kleine runde Tonnen. Ja. So, die haben jetzt einen, was für einen Wert haben die gehabt, wo man sagen kann, da ist Leistung und der Ende drauf? Also es wurde ja oft gefragt, welche Unterschiede es zum Beispiel zwischen der IOTA und jetzt der Musical Fidelity gibt. Die IOTA hat zum Beispiel 90.000 Mikrofarad für alle 7 Kanäle und die Musical Fidelity hat 40.000 Mikrofarad, aber pro einzelnen Kanal. Das heißt also, dadurch alleine sieht man schon, dass hier ein bisschen mehr Aufwand getrieben wurde und auch durchaus ja, hochwertige Produkte verbaut wurden. Ja, Leistung ohne Ende wird es dann Herbst also dazu geben. War ein ganz klares Schwerpunktthema während der Messe, dass also die Leute uns wirklich zum Thema Endstufen einiges gefragt haben. Viele andere kamen auch mit Plänen und haben dann gefragt, ich habe hier einen Plan, was kann ich denn hier machen? Da haben wir festgestellt, der eine oder andere hat immer noch die Lautsprecher falsch an der Wand oder an der Decke hängen. Dazu werden wir demnächst nochmal ein Video machen, was dann speziell in unserem Premium-Portal gezeigt wird für unsere Kunden, die also solche Anlagen installiert haben. Gut, das Thema Zinnhoff war ein großer Schwerpunkt. Hier nochmal das silberne Stück, das hatten wir ja auch schon mal kurz angedeutet. In Silber gibt es das gute Stück hier auch. Den da Karton musst du auch unter die Kopfdecke packen, weil das ist die Amplitude 16. Das heißt, die 16-Kanal-Endstufe von Trinov, die auch erst Ende des Jahres schätzungsweise verfügbar sein wird. Und die auch wirklich so schwer ist, wie sie aussieht. Also, das ist sie. Da ist das gute Stück drin. Im Herbst wird das gute Stück kommen. Irgendwann, ja, Lautsprecher von den Jungs wie Mac. Theatron-Leuten war auch ein Thema, wo wirklich mal wieder nachgefragt worden ist. Und mein absolutes Highlight hier in der Serie ist definitiv dieser Deckenlautsprecher. Ich habe mir sagen lassen, da sind eine ganze Menge unterwegs und du wirst das erste Kino mit denen auch schon ausstatten. Genau, also es ist jetzt ein LKW unterwegs mit 40 Stück und das Kino in Dillingen ab nächste Woche wird die ersten Deckenlautsprecher hiervon verbaut bekommen. Und preislich liegen die unter 1.000 Euro? Die liegen bei 899 Euro inklusive Mehrwertsteuer. Das ist ja der Wahnsinn. So, das übrigens hier ist eine Studie gewesen, die immer wieder auch mal ganz erstaunt geguckt worden ist. Die konnten wir leider in letzter Sekunde dann nicht mehr vorführen, weil wir einfach nicht den ruhigen Raum hatten. Das ist eine Studie von Mac Audio, ne? Genau, das hier ist eine Herzensangelegenheit von Leonid gewesen, von einem der beiden Chefs, der sich unbedingt mal den Traum eines eigenen HiFi-Lautsprechers erfüllen wollte. Und die gibt es demnächst auch sicherlich irgendwann mal in Cast zu hören, weil die beiden Holzkisten, die da stehen, die werden jetzt ordentlich verpackt und dann gehen die in deinem Hänger mit nach Cast. Ernsthaft? Ja, ernsthaft jetzt.
Ich habe dir gesagt, du hast keinen Platz im Hänger. Aber du sagst, deine Ladefläche ist so groß, das passt alles drauf. Kein Problem. Ich habe vom Hänger, nicht von der Ladefläche gesprochen. Ich muss ja nicht auf der Karre pennen. Ja, also. Ich muss nämlich noch nach Österreich. Da treffen wir uns dann wieder in 3 Tagen. Genau. In St. Anton. Da haben ist wir einen Schnee? Nee. Gut, da bin ich ja schon beruhigt. Da haben wir ein Hotel ausgestattet mit einem Kino, mit MacAudio, Steward und so weiter und so fort. Und das darf ich dann am Mittwoch einmessen. Dann werden wir dann ein schönes Filmchen drüber drehen, sodass auch die gewerblichen Zuschauer von uns mal sehen, was mit Hotel als Kino, Seminarräumen möglich ist. Also wer dann auch noch wagt, als Hotelbesitzer einen 55 Zoll Fernseher in den Raum reinzustellen, wo 200 Gäste sitzen, ja, der hat es ja nicht besser verdient. Also dann werden wir hervorragende Lösungen aufzeigen, wie man das viel, viel schöner und besser machen kann. Unter anderem natürlich auch nochmal mit dem guten Stück, was ja ein Riesenthema war. Also das muss ich ja schon sagen, das hat uns auch heißens bestätigt. Hier wurde wirklich einiges geguckt. Das hier ist ja jetzt dieses Möbelstück, was wir tatsächlich demnächst in Cast haben werden. Wird bei knapp 3.000 Euro liegen, geht vollautomatisch auf Knopfdruck auf, zu, ohne Aufkleber zu bekommen, etc. Die Leinwand kann man dann separat daran befestigen. Wird eine spannende Geschichte, kann man also auch wieder mal so auf die Liste nehmen von, das ist ein Grund mehr, neben IKEA aus dem Grunde nach Cast zu fahren. So, IKEA. Das ist von IKEA hier, ne? Ich wollte mal sagen, beim letzten Mal hat das gefehlt. Wir haben nicht darauf hingewiesen, dass wir aus IKEA, München hat nämlich auch ein IKEA, wie wir festgestellt haben. Ja, da ist nämlich dann auch IKEA, ne? Das ist alles hier IKEA. So, und dann sind wir am Ende angekommen bei Steward. Die haben uns dann also auch der gute Ralf Luhl bei Steward gezeigt, den Projektor gezeigt und so weiter. Also am Ende des Tages heißt es, ich würde sagen, wir überlegen mal, ob wir wiederkommen. Mal gucken, was die Messegesellschaft sagt, ob wir überhaupt mal wiederkommen dürfen. Aber ich glaube, es gab schon keine Beschwerden, wir waren nicht zu laut. Ja doch, wir waren zu laut, hat auch noch keiner gehört. Selbst dünn Audio unter uns nicht. Das war ja auch gut so. So, habe ich noch was? Ja, ich habe noch was, eine Kleinigkeit. Aber ich muss es vielleicht mal loswerden. Also ist mir dann doch. Also wir haben ja wirklich viel Jobs und viel Arbeit und viel Energie investiert, um das Thema 3D-Sound jetzt nach vorne zu bringen, in der Form, dass wir es hier nochmal körperlich, persönlich allen Leuten gezeigt haben. Und ein kleiner Gruß an Dolby, also es wäre vielleicht mal schön, wenn man sich mal in dieser Art und Weise mal im Vorfeld auch mal präsentieren würde. Weil, ich sag mal, da war leider die Kommunikation sehr einseitig. Also wir machen es trotzdem weiter, weil Ruby ist nicht nur auf Auro, sondern ganz im Gegenteil, wir sind auf das Thema 3D-Sound fixiert. Und da wollen wir euch alle Lösungen zeigen. Und ja, wir haben die Produkte, die mit einem einzigen Produkt, mit einem einzigen Layout euch den ganzen Spaß nach Hause bringen. Und das, denke ich mal, haben wir heute insgesamt wie viel Mal? Ich glaube, irgendwie 30 Mal, 40 Mal gezeigt. Ne? Genau, also es waren insgesamt 38 Vorführungen, a 30 Personen. Gestern, heute vollkommen ausverkauft, heute genau. Noch eine Sondervorstellung. Genau. Und die 2 Tage vorher waren 85%, haben wir mal gemessen und gezählt. Also wir können zufrieden sein, ihr wart es anscheinend auch. Und deshalb vielen, vielen Dank für das Ganze. Und wer jetzt neugierig geworden ist, weil er nicht nach München gekommen sein konnte, dann, ist das richtig? Ist egal, ist spät. Dann würde ich sagen, kommt nach Neuss, weil um den 10.11. Juni, das ist irgendwie Samstag, Sonntag, Juni 2022, werden wir so eine ähnliche Show nochmal hinlegen. Und zwar zusammen mit dem Roland Krüger von Sound United. Auch da werden wir wieder entsprechend euch demonstrieren, wie das denn ist, wenn man da Lautsprecher an der Wand hat und wie sich das dann anhört, wenn der Hubschrauber tatsächlich über euch hinwegfliegt oder an euch im oberen Bereich vorbeifliegt. Oder die Musik da ist, dass ich das Gefühl habe, wie war das 40.000 Kubikmeter Kirche plötzlich in meinem Wohnzimmer zu hören sind. Genau, Lasse sitzt da noch, der programmiert gerade neu und macht noch und der Lasse hört auch nicht auf, genau, der ist schon dabei, jetzt gerade hier 9.1.6 wieder zu machen, nicht wahr? Da hinten im Hintergrund ist ja schon wieder am Mischen und wir sind dabei, unsere Masters of 3D-Sound, den Begriff müsst ihr euch auch merken, demnächst also dann zu veröffentlichen, wo wir dann noch viel drüber berichten werden. Das reicht jetzt. Genau. Und noch ein ganz kleiner Reminder, man sollte sich den 6. Juni mal ganz kurz vorenthalten. Das wird jetzt ein Teaser mit einem Cliffhanger. 6. Juni, 19.10 Uhr, mehr sagen wir noch nicht. Hat was mit Fernsehen zu tun. Wobei wir beide nicht wissen, was sie daraus gemacht haben. Überhaupt nicht. Wir lassen uns überraschen. Also, du weißt ja, man kann mit Schnitt so viele Sachen machen und mit Kommentar. Also wir können doch schon nachher euch aussehen wie die... Nein, tun wir bestimmt nicht, nein, aber ich hoffe nicht. Also, 6.6. 19.10 Uhr am Abend. Und mehr Details kommen noch. Vielen Dank. Bis in Kürze. Macht's gut. Ciao. So, Junge, jetzt möchte ich aber sehen, wie ihr den Tor hebt, oder? So sieht's aus. Kriegt ihr jetzt hin? Ab direkt zum Auto, würde ich sagen. Verrückte Vögel seid ihr. Ja. Wir können ihn jetzt gerne einmal alle annehmen. Ja? Nee, 2 Mann. Komm. Ja, 2 Mann. Wer macht's mit mir? Ja, genau. Mach das mal. Du? Komm. Du bist doch hier Speerspitze. Ich bin die Speerspitze? Ja, du bist die Speerspitze. Aber dann bin ich beim Tor hier. Doch.
Wer ruft damit Autos? Komm her, Holger. Los. Was? Holger, du hast am wenigsten. Einmal anheben. Einmal anheben. Einmal anheben. Und los. Und hoch damit. Und hoch damit. Komm, Jans. Wo wollt ihr? Halt noch fest. Das war's. Wir müssen darüber. Darüber. Was heißt darüber? Darüber. So, okay, das war's schon. Was mach ich damit links? Machst du auch.